Ja. Und jetzt sag bloß nicht, dass ich einen Mondstein vergessen habe. Das wäre natürlich auch bitter. Ja. Waren das fünf? Habe ich einen vergessen? Shit, ey, ich zweifle wieder. Nein, es sieht aus, als ob es sechs sind. Eins. Hey. Zwei. Drei. Vier. Nee, ich hab alle. Yes. Oh. Was passiert jetzt? Ich sollte ja das Kind wecken, meinte Lord Kumati. Aus dem Nichts ertönt eine Stimme. Sie klingt genau wie die von Hayes. Du hast zahlreiche Abenteuer voller Gefahren überlebt. Viele Wunden hast du davongetragen. Nein, das stimmt. Das klingt ja so wie ich eigentlich. Weißt du warum? Weil du der legendäre Held bist. Oh, warum kommt denn böse Musik? Ich vertrete die Seite des Lichts. Du vertrittst das Schattenreich. Ich bin wie du, nur dass du vom Bösen geschaffen wurdest. Und ich vom Guten. Unser Zusammentreffen war vorbestimmt. Die Wiederkehr Besugas hat die Balance der Erde gestört. Das ist aber blöd, dass das jetzt hier wieder so lange dauert. Ich spreche auch nicht so langsam. Ha, versuch's doch. Wir müssten eigentlich gleich stark sein. Jetzt flüchte doch, du Idiot! Er bleibt da einfach stehen, ey. Ich glaub's nicht. Und tot. Blödes Ende für ein Spiel. Die hätten sich echt mehr einfallen lassen sollen. Okay, das war's dann auch. Und... Nein, doch nicht! Schlecht geschauspielert von mir, ich weiß, aber... Ich hatte jetzt auch keinen Bock, irgendwie da jetzt noch mehr Faxen zu machen. Kapitel 4, Wege des Schicksals. Okay. Oho. Bin ich in Stockholm? Und wieso bin ich... Was ist das denn? Giggle Gaggle? Wieso bin... Das ist doch nicht jetzt hier der Held, oder? Na, wenigstens kümmert Melina sich um mich. Weißt du erinnerst mich an jemanden, den ich einst kannte. Deshalb gab ich dir auch seinen Namen. Hayes. Oh Mann. Oh. Was ist denn jetzt hier los? War sie gerade ihre harte Töne oder was? Töte ihn, ich befehle es. Wer spricht da überhaupt? Wahrscheinlich der Weise. Dieser Arsch, der hat mich die ganze Zeit nur manipuliert. Zögere nicht. Ich dachte, sie killt das Baby jetzt. Also sie nimmt es nur in den Arm. Und verschleppt es irgendwo hin. In eine andere Dimension. Schnell wieder die Perücke vom Kopf genommen. Nanu, was ist passiert? Die ist ganz schön schizophren.
Nein, ist natürlich eine andere Melina. Ja, worauf wartest du? Hätte sie jetzt das Baby gekillt, wäre das Spiel zu Ende. Wäre zwar ein blödes Ende gewesen, aber. Boah, jetzt gibt's Zickenkrieg. Oh. Fluffy, was macht Fluffy jetzt? Vermammelt Deid, was tut sie hier? Melina, beseitige auch dieses Mädchen. Ja, dieser blöde Fluffy, der war die ganze Zeit auch böse. Ich konnte ihn auch von Anfang an nicht leiden. Aber was passiert jetzt? Hayes, wach auf. Ich bin es, Lord Kumasi. Hörst du mich? Die Lebewesen der Welt warten sehnsüchtig auf dein Erwachen. Wieder einmal sozusagen. Wir warten noch mal da. Rette diese Erde, wie du mich vor dem Gift gerettet hast. Achso, der Baum, ha, ja, genau. Ich bin es, Liam, hörst du mich? Die Erde ist auf dem falschen Weg. Warum sprecht ihr so abgehackt? Die Menschen, ja, immer die Menschen. Aber so sind wir halt. Ich bin Dumba. Dumba. Wer ist denn Dumba? Dumba. Ja, habe ich. Bin doch nicht taub. Cool. Erhöre uns. Erhöre uns. Mann. Du wiederholst dich. Wieder ein guter Alter vor mir. Und jetzt kill ich erstmal Fluffy. Oh nein, er ist erwacht! Die Vertreter von Licht und Schatten sprachen, als sie ihr Retter, der Weise aus Christa, befähigte mich, dass er es wiederbelebt hat. Ah. Werd doch nicht so hysterisch. Ja, als ob Melina mich töten könnte. Genau. Lass uns diesen Ort verlassen.